Recht herzlich willkommen zur 25. Folge von Simotrans. Ja, wir sind wieder drinnen. Hier wollten wir einen Stadtbus anlegen. Den müssen wir dann mal machen. Jetzt weiß ich nicht, unten ist das Depot, glaube ich, ne? Da müssen wir da hin. Hier, da ist das Depot. Da müssen wir dann einen Bus losschicken. Ja, aber den ja, machen wir erst die Stadtlinie fertig. Und dann machen wir den Bus. Linienverwaltung. Fahrzeuge so. Neue Linie. Ja, der wird jetzt immer hin und her fahren, ne? Was können wir denn da oben? Ist da oben noch irgendwas? Da oben wäre noch eine Firma. Adenauer Geflügelhof Betriebshof. Den nehmen wir dann noch mit. Der sollte dann die neue Linie hin. Fangen wir definitiv da an. Fahren hier lang. Kommen dort her. Fahren dann dahin, dorthin, dorthin, dann wieder da, da, da und zurück. Irgendwo war bestimmt ein Knopf Rückfahrkarte oder sowas, ne? Hätten wir auch machen können. Ja, da oben. Gut. Spielt aber jetzt keine Rolle. Das ist die Linie. Fertig. Die nennen wir dann Stadtbus Adenau. Ah, da fehlt das E. Irgendwas war da komisch, nämlich gerade. Passt. Gut, dann müssen wir den Busverkehr etwas abändern. Linie ändern, nämlich den Geflügelhof definitiv da rausnehmen. Kloster Brauerei, wo ist der Geflügelhof? Da. Löschen. Flügelhof passt. Und dann können wir auch die Oststraße löschen. Die ist nämlich zweimal drin. Und wir müssen sowieso alles löschen, bis auf Adenau Ostdeutsches Rathaus. Diese kann weg. Adenau. Machen wir auch weg. Paulusstraße auch wieder weg. Das Rathaus. Die Paulusstraße war dann nochmal drinne. Nochmal die Paulusstraße drinne. Adenauer Ostdeutsches Rathaus. Haben wir auch noch zigmal jetzt hier drinne irgendwie. Kann weg. Die Sattlerstraße kann auch weg. Dann nochmal das Ostdeutsche Rathaus. Auch weg. Eine Klosterbrauerei über Adenau, das passt wunderbar. So. Und das ist Busverkehr, heißt er. Adenau nenne ich den auf jeden Fall schon mal. Was war da noch? Döbeln. Und dazwischen nennt sich das Radolfzell. So. Das ist die Linie. Aber wir können den Busverkehr vorne noch ein bisschen rauskürzen, oder? Radolfzell, Döbeln, Döbeln, ja, das ist es. Busverkehr, BV nennen wir es mal. Lassen wir so, gut. So, und dann brauchen wir für den noch einen Bus für diese Stadt da. Und der ist hier drinne. Ja, Busse. Busse. War das jetzt der? Ich glaube, das ist schon wieder neuer, ne? 288, 371. Der wäre 237. Ja, wir müssen definitiv den günstigen nehmen, ne?
Stadtbus Adenau und starten. Und wann kommt er? Da ist er, den nehmen wir gleich mit. So. Dann haben wir den auch. Der fährt dann nach hoch. Mit Geflügelhof, ja. Gut, okay, dann gucken wir uns mal gerade so eine Stadtliste an. Nee, das war verkehrt. Liste ist daneben. Fahrzeugliste am besten gewinnen. So, wo ist er? Ah, das ist der, der hin und her pendelt, ne? Der fährt noch kein Plus ein. Hm. Wie sieht's hier aus? Da warten aber Gäste. Allerdings in die falsche Richtung. Ja, da muss hier erst was passieren mit dem Bus, dass das wächst, ne? Da stehen drei sogar. Und da steht einer. Okay, das subventionieren wir momentan mit dem anderen alle. Was ist hier los? Wo fährt er lang? Von... Der holt Stahl. Von dem Stahlwerk bringt das zur Maschinenfabrik wahrscheinlich, ne? Und der fährt gerade Minus ein. Das wäre gar nicht schön, ne? Also mal reingucken, warum der Minus einfährt. Der wird doch jetzt voll geladen, gehe ich von aus, oder? 105 Tonnen hat er. So, und fährt dann zur Maschinenfabrik zurück. Das ist hier. Lass mal schneller laufen gerade. Da unten ist er. Fährt jetzt hier um die Kurve gleich. Und bringt das weg. Und 4000, noch was. Ja. Vielleicht wird das mit der Zeit besser, weiß ich noch nicht. Wo ist er unterwegs? Er kommt da gerade um die Ecke. 3900. Und der fährt da raus. Darf der das? Wo fährt denn er jetzt hin? Was transportiert der denn noch? Ach, hier unten war noch irgendwas, ne, oder? Nee. Wo fährt der hin? Ach, der fährt zur zweiten Zeche, deswegen, Zeche nicht, zum Stahlwerk. Der holt jetzt aus dem zweiten Stahlwerk noch die Klamotten raus. Okay. Und unser hier ist der unterste, ne? Ja. Der hat jetzt keine Klamotten da drinne. Hatte der eben was drinne? Das ist die Frage, ne? Nochmal verfolgen. Und fahren wir mal schneller. Der fährt leer durch die Gegend. Warum fährt der leer durch die Gegend? Kriegt er da unten keine Kohle? Nö. Hier ist der Umschlagbahnhof. Wo soll der denn die Kohle wegkriegen? Das ist die erste Frage. Also hier ist ja Kohle. Aber zwei. Ach so, da hinten wäre das. Die andere, wo ist die? Auch angeschlossen, sind beide angeschlossen. Warum kommt von dem keine Kohle nach dort? Das würde bedeuten, er könnte ja auch... Ja, das ist die einzigste Linie, ne? Und der
Linie ändern und dann hinzufügen da, ne? Maschinenfabrik kann aber dann gelöscht werden. Adexen Stahlwerk, alten, ja, das müsste jetzt das Richtige dann sein, ne? Dann sollte der dann auch gleich richtig wieder Zeug holen. So, gucken, wo er hinfährt. Müsste ja jetzt durchfahren. Macht er auch. Und holt keine Kohle. So, das bedeutet, die werden wahrscheinlich genug haben. So sieht's aus. Das ist wiederum dann hier der Fahrplan. Kohlemine 100%. Und dann sollte das klappen. Nur, da müssen wir gucken, dass wir genug Gleise haben, ne? 1, 2, 3. Einer steht da ja schon, ne? So, jetzt fährt er ein und wartet dann nämlich da, ne? Gut. Passt. Der fährt dann auf gar keinen Fall miese ein. So, die Frage, wann kommt da welcher Zug an, ne? So, der fährt wunderbar plus. Bevor ich den mal, wir lassen die ganze Zeit schnell laufen, obwohl. Ja, komm, mach mal schnell nochmal. So, was ist da? 948, 1000. Und was ist die nächste Stadt da? Da kommt sie schon. Oh, da müssen wir ausbauen. Da haben wir auch einen Hunderter verloren. Okay. Da. Machen wir leichte Verluste gerade. Aber dafür machen wir da wieder die Pluszahlen, ne? Ah, okay. Okay, das wird gehen. Nochmal hier gewinnen. Ne. Gewinnen wir schon richtig. Welcher Bus ist das? Das ist der, der hat mittlerweile 11.000 Miese, wow. Der steht jetzt da drin und könnte fahren. Ja. Den. Achso, der ist hier unten, den haben wir den frisch gemacht, ne? Der fährt jetzt durch die Stadt da durch. Ja. Okay. Das wird dauern, bis der Plus macht. Und das sind, also das sind mit dem Anhänger 12 Tonnen, okay, das können wir verkraften. Wo fährt er jetzt lang? Eisenerz, Kohle, okay. Ja. Der andere fährt auch gerade da hinten raus. Wo ist der? Das war der vorher, den haben wir gerade angeguckt. Der wartet auf Beladung. Ja, und der Rest ist plus. Dieser hier ist schon veraltet. Den müssen wir dann mal ausmustern. Ja. Gut. Jetzt hat man noch irgendwo eine Strecke gesehen. Strecke gesehen, wo wir hätten ausbauen müssen, ne? Ist hier bei Döbeln, ne, da war das nicht, das war halt drüben, ne, oder? Ja, da ist schon ausgebaut, das war auf dieser, in diesem Bereich bei Floto war das, ne? Wo ist Floto jetzt hier? Wo finden wir das? Ja, da sind wir. Und
meine, es wäre hier unten gewesen, wo wir ausbauen müssen. Genau so sieht's aus. Gut. Das ist da. Drei Stück. Eins. Ah, okay. Das ist dann da nicht richtig, sondern es wäre hier irgendwo richtig. Gut, das ist dann da tatsächlich jetzt mal am Abgrund. Da muss er hin, ne? Eins, zwei. Warte mal, eins. Eins, zwei, drei. Da muss er hin. Und dann. So dahin. Und die Bushaltestelle dahin gebaut. Und dann ist es abgedeckt. So, ja, und das sieht dann wieder aus, dass wir hier. Ne, Dreier sind es erst, ne? Linie ändern gerade noch. Vier Städte sind das. Linie ändern. Lauter. Lauter Mittelgebirgsrathaus. Salzburger Straße. Sonderhausen. Dann kommt er da an. Dann würde ich sagen, müssen wir hier einfügen machen. Dann Mittelgebirgsrathaus. Salzburger Mittelgebirgs, Sonderhausen. Da auch nochmal einfügen. Ja. Dann sollte das passen. Gut. Haben wir auch geändert. Prima. Okay. Ja, und dann würde ich auch sagen, soll es für die Folge schon wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.